Mein Beruf Landwirt schätze ich einfach, dass man frei ist. Manche sagen, ich wäre das Gesicht des Grünkerns. Bilde mir eigentlich nichts drauf ein. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch. Und ich habe mich die letzten Jahre einfach intensiv damit beschäftigt. Und wir hatten auch schon mein Opa, mein Urgroßvater, mein Vater, wir haben alle schon Grünkern gemacht. Das Besondere am Grünkern ist einfach für mich, dass man es früher dreschen kann. Man muss es aber dann darren. Und einfach der Genuss, das rauchige, der rauchige Geschmack und die Nährstoffe, die drin sind, die sind einfach besser wie im ausgereiften Dinkel. Am liebsten beim Grünkern machen ist für mich natürlich das Darren, Holz reinlegen und dann immer zu kosten oder zu proben, ob er fertig ist. Dann rausnehmen und dann nehme ich mir immer 10 Ähren oder 10 Körner und probiere die. Und dann weiß ich genau, wenn sie hart sind, dann ist es gut. Das ist eigentlich so meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Also das Tolle hier auf dem Land ist, dass wir uns einfach frei bewegen können. Also wir können aus dem Haus gehen, wir sind im Grünen, wir sind auf unserem eigenen Areal. Ja, und ja, den ganzen Tag frische Luft, das ist toll. Mein Mann hat viele Eigenschaften, also er hat ein tolles Organisationstalent. Er arbeitet von morgens bis abends und kann eigentlich alles, ja. Also mit dem Steffen, meinem Sohn, das sind wir so Teile. Er ist jetzt seit ein paar Tagen der komplette Chef hier. Und er macht das alles, was mit Vieh zusammenhängt. Und mit dem Ackerbau macht er. Und die anderen Buchführungssachen und die außerhalb vom Betrieb zuständigen Sachen wie Messe, Grünkern verkaufen und so weiter, das mache ich. Morgens sind wir zusammen Melke, dann besprechen wir, was über den Tag so geht. Vater ist ja auch ein bisschen ehrenamtlich tätig und dann macht er meistens ein bisschen andere Sachen. Manchmal hilft er auch mit, je nachdem, wie es ihm reinpasst. Also das Besondere ist, dass wir Demeter machen und dass unsere Kühe noch alle Hörner haben und dass sie tagtäglich von früher bis Herbst auf die Weide können und dass wir über Sommer Grünste zufüttern. Vor 20 Jahren haben wir begonnen, haben wir gesagt, wir müssen dem Grünkern noch eine andere Vermarktungsmöglichkeiten eröffnen, vor allem über die kulinarische Seite. Und so waren wir Jahr aus, Jahr ein unterwegs in ganz Deutschland, in den kulinarischen Hotspots, als ehrenamtliche Botschafter für den fränkischen Grünkern. Und die Ergebnisse waren dann so, dass wir dann in die Arche des Geschmacks aufgenommen wurden und die Adelung war dann über die GU-Anerkennung, die ja auch immerhin 10 Jahre gedauert hat. Genussbotschafter für Baden-Württemberg. Also es war schon für mich ein Highlight, weil ich immer gedacht habe, okay gut, das kriegen nur ganz besondere Leute. Zu denen gehöre ich bestimmt nicht. Und ja, es war dann schon eine Überraschung, aber ich bin auch froh drum. Und ich denke, ja, sag jetzt nicht.